Ich bekam viel mehr, als ich erwartete. Das ist mit Worten nicht zu beschreiben. Das ist ein absolut natürlicher Zustand. Das, was vorher war, ist ein Schlaf. Es ist, als ob man mir die rosa Brille abnahm und sagte, nun schau, wie das alles ist. Diese zwei Wochen teilten das Jahr sozusagen in zwei Teile. Ich gehe wieder als ruhigerer, friedlicherer Mensch mit klaren Zielen, die ich erreichen möchte. Für mich ist das ein Geschenk. Ich weiß nicht, inwiefern passend der Begriff Glück ist, aber ich bin wirklich glücklich, dass ich hier bin. Es ist, als ob du diese Menschen schon ein ganzes Leben lang kennst, oder sogar nicht nur eins. Vielleicht ist es auch so. Ich arbeitete als Model seit meinem 19. Lebensjahr. Ich reiste viel und lernte andere Sprachen. Ich ging über den Laufsteg. Das waren unterschiedliche Orte, aber die gleiche Arbeit. Ich wollte mich schon immer vervollkommnen, denn ich musste gut aussehen. Als Model kann man lange arbeiten, aber wenn du schlecht aussiehst, dann bist du nicht mehr gefragt. So suchte ich einen Weg der Selbstvervollkommnung, einen gesünderen und sinnvolleren Weg. Das klappte schlecht. Der einzige Ausgleich, den ich hatte, war Yoga. Yoga hat mir geholfen, mich in Form zu halten, genauer gesagt, morgens früh aufzustehen und mit einer guten Laune zu starten. Ich habe jeden Tag praktiziert und praktizierte, bis ich heute die Prüfung der Yogalehrerausbildung bestand. Yogis sind sogar ideale Models. Sie sind alle so groß, gestreckt, haben einen geraden Rücken. Ich habe mir das angeschaut und sie sehen alle einfach super aus. Dann habe ich noch erfahren, dass sie alle Vegetarier sind. Ich lernte Menschen kennen, die sagten, hallo, ich bin Vasili. Ich sagte, schön, ich bin Vegetarier. Ich sagte, cool, du siehst gut aus. Ich sah ihn an und dachte, er ist bestimmt 20, vielleicht 22 Jahre alt. Er sagte mir, dass er 32 Jahre alt ist. Und ich so, wow, wie geht denn das? Er sagte, dass er schon seit 10 Jahren kein Fleisch isst. Und das hat seinen Körper beim Alterungsprozess gebremst. Ich sagte, ach nee, im Ernst, ist sowas möglich? Ich kaufe die teuersten Cremes und bekomme trotzdem Falten. In Yoga fand ich das, was ich suchte. Seelische Ruhe und Ausgeglichenheit. Yoga hat mich etwas gebremst. Jeder Tag war bei mir so voller Ereignisse, dass ich einfach so von Tag zu Tag lebte. Haus, Arbeit, Sport, Freundinnen, Partys, Diskos und immer wieder das Gleiche. Und Yoga hat mich gestoppt und sagte, warte, beeile dich nicht, lebe jetzt etwas. Ich verstand, dass Modelgeschäft sowieso früher oder später endet und Yoga sowie Kommunikation mit Yogis haben mir gefallen. Diese Menschen rauchen und trinken nicht. Sie sind alle sehr interessant und so strahlend. Es hat mir so gut getan, dass ich entschied, mich zu entwickeln. Die Hälfte meines Lebens widmete ich dem Tanzen. Ich tanzte 15 Jahre und dann entschied ich mich, mein Leben zu verändern. Ich versuchte es mit einem Job im Büro und verstand, dass es absolut nichts für mich ist. Da ich nach einer inneren Entwicklung strebe, entschied ich mich für einen solch radikalen Schritt in meinem Leben. Ich verreiste nach Asien ohne ein Rückticket. Vielleicht hat mich genau dieser Schritt heute hierher geführt. Ich kam genau eine Woche vor dem Yogakurs zurück. Mit dem Club Om Ru nahm ich an der Reise zu den heiligen Orten von Buddha Shakyamuni nach Indien und Nepal teil. Während dieser Reise bekam ich den Wunsch, das dort erlangte Wissen mit den anderen zu teilen. Und die Yogalehrerausbildung ist die Möglichkeit, in allen diesen Themen noch kompetenter zu werden. Also wirklich zu verstehen, wie man den Menschen diese Informationen am besten übermittelt. Ich sah zufällig ein Video Yoga auf erwachsene Art mit André Werber.
Das hat mein Interesse geweckt und ich schaute mir alle Videos an. Gerade mal nach einem Monat wurde das zu meinem Traum. Seit einem Jahr wünschte ich mir, diese Kurse hier zu absolvieren. In meiner Familie fand mein Opa Club Umrum. Er hat lange über Yogaschulen recherchiert und sagte, dass hier sehr starke Lehrer sind, dass es sich lohnt, hierher zu kommen und von ihnen zu lernen. Da ich meinem Opa vollkommen vertraue, habe ich selbst niemanden gesucht und stimmte zu. Ich habe auch darüber nachgedacht, warum Umru, warum Russland. Ich studierte in der Zeit in Spanien und dort ist es auch wunderbar. Dort gibt es viel von Iyengar. Man kann auch die Ausbildung in der Schule von Shivananda absolvieren. Es gibt viele Richtungen. Dort ist es auch einfacher, die Prüfungen zu absolvieren und ein Zertifikat zu bekommen. Dann habe ich Andrian geschrieben und der motivierte mich mit einem einfachen Satz, dass ich dort viel Wissen bekomme und nicht nur ein Stück Papier. Ich entschied mich für eine Ausbildung in Omru, weil das sich nicht nach einer Sekte anfühlte. Vorher war ich in anderen Kursen und lernte andere Lehrer und Systeme kennen. Und jedes Mal rannte ich schnell weg, weil es immer einen Menschen gab, der sich als Guru ernannte. Club Omru ist eine sehr gute Plattform, wo man sehr viel lernen kann und dabei seine eigene Meinung behalten, falls diese eigene Meinung immer noch aktuell bleibt. Auf YouTube fand ich Aufzeichnungen von Roma Kosarev. Ich praktizierte den ganzen Unterricht mit ihm. Dann schaute ich mir das nächste Video an. Das war ein Video von Katja Androsova. Sie hat mich sehr beeindruckt. Ich sah, dass sie den gleichen Körperbau hatte wie ich. Sie machte sehr geschickt Gleichgewichtsasanas und Spagat. Ich dachte mir, wow, das kann ich vielleicht auch, wenn ich mir Mühe gebe. Es wurde alles sehr einfach erklärt. Auf der Homepage von Omru war ich über die umfangreichen Informationen sehr erstaunt. Ich schaute mir alle Videos an und informierte mich über alle Lehrer. Alles war so unaufdringlich, so nach dem Motto, hallo, komm rein, bitteschön, nimm und sieh dir alles an, was dich interessiert. Über Ernährung, über Asanas, geistig-spirituelles, irgendwelche Mahabharata-Videos und so weiter. Auf der Omru Homepage habe ich mich vom Abschnitt der Literatur sofort angezogen gefühlt. Ich war unerwartet sehr positiv überrascht, an einem Ort so viel Literatur zu sehen. Sonst sammelt man das gewöhnlich wie Perlen an verschiedenen Orten. Man findet hier und da einen Artikel, dann irgendwelche Bücher. Und hier gibt es alles Mögliche. Also komm rein und lese alles mit freiem Zugang. Denn heutzutage gibt es sowas nicht mal selten, sondern überhaupt nicht. Ich habe vor circa 3 Jahren mit Yoga angefangen. Dabei dachte ich mir, eigentlich habe ich alle Asanas gemacht, aber etwas fehlt hier noch. Da fand ich eine Vorlesung, alle haben schon erraten, von wem, von André Werber. Der Effekt war natürlich wie von einer explodierenden Bombe. Ich dachte mir, so muss es sein. Für mich war Club Omru das Licht im Fenster. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht mal eine Möglichkeit, hierher zu kommen. Ein Yogalehrer zu werden, war nicht mal zu denken. Club Omru und zum Teil Katja und Andrei haben mir sehr geholfen. Für mich bedeutet Club Omru sehr viel. In anderen Schulen werden Asanas ausgeführt und sie klappen dann auch. Aber was bei jemandem sonst weiter im Leben kommt, interessiert keinen. Darauf achten sie überhaupt nicht. Darüber wird nicht mal geredet. Hier ist alles anders. Es sind eher altruistische Ziele. Ich bin damit sehr zufrieden. Das tut meiner Seele gut. Ich hatte immer das Verständnis, dass man in Yoga sich nicht an die Persönlichkeit des Lehrers binden sollte. Also Yoga ist ein bestimmtes Wissen, welches man von unterschiedlichen Lehrern und Schulen bekommt, dass man von dem Ganzen das Beste aussucht, das einem nützlich sein kann. Die ganzen Informationen, die man in anderen Kursen bekommt, sind eigentlich zugänglich. Sowohl die Asanas als auch das Arbeiten mit der Gruppe zu erlernen, ist in Moskau, in Russland allgemein und überall einfach zu finden. Ich denke, dass in den Omru-Kursen bekommt man ein Wissen, das höchstwahrscheinlich nirgendwo sonst zu hören gibt.
weil die Menschen meist nicht so tief eingehen. Aus kommerzieller Sicht ist es nicht rentabel, über Gesetze des Karmas oder über andere spirituelle Themen zu sprechen, denn nicht alle möchten das wissen. Für Menschen ist es bequem, mit einer bestimmten, schon bestehenden Weltanschauung zu leben. Das ist eine andere Sicht der Realität, in die man reinschaut. Alle Videos, die ich mir vorher anschaute, waren vorwiegend auf Asanas, Shatkarmas und Pranayamas ausgerichtet. Sie waren absolut anders gerichtet als das, was André Werber erzählt, denn er bringt Yoga wirklich auf eine erwachsene Art bei. Vorher dachte ich nie über die Begriffe Karma, Reinkarnation, Askese und Tapas nach. Ich habe darüber gelesen, aber dachte nie darüber nach, dass es wirklich gibt. Und nur nach dem Anschauen von einem nach dem anderen Andres Videos hatte ich das Gefühl, vorher geschlafen zu haben. Und nun wurden mir die Augen eröffnet. Die frühere Welt blieb hinter mir und es eröffnete sich eine absolut neue Welt mit neuen Möglichkeiten und neuen Hindernissen. Mein Mann meinte am Anfang, ich sei verrückt geworden. Ich habe auf meine Familie keinen Druck ausgeübt, denn ich verstand, dass ich mit dem Druck nichts erreichen werde. Ich änderte langsam meine Lebensweise, meine Familie hat sich angepasst, dass ich nun ein anderes Essen kochte. Tagesablauf wurde auch anders. Die von früher gewohnten Streitigkeiten verschwanden mit der Zeit. Alle wurden friedlicher. Natürlich gab es auch einige Probleme, vor allem von der Seite meiner Mutter, mit ihren aggressiven Ratschlägen. Sie sagte, dass wir alle sterben werden und dass unser kleiner Sohn Vanichka nicht wachsen wird. Aber wie die Zeit zeigt, Gott sei Dank wächst er. Ich bekam das, was ich wollte, aber ich konnte es mir nicht vorstellen, das Wissen auf so einer tiefen Ebene zu bekommen. Der Hauptvorteil von diesem Kurs ist, dass er sowohl für praktizierende Yogis, die erst Yogalehrer werden möchten, als auch für bereits erfahrene Lehrer aktuell ist. Ich unterrichte schon seit 3 Jahren und für mich ist dieser Kurs sehr aktuell. Ich bin der Meinung, dass es sogar für fortgeschrittene Yogalehrer nicht schlecht wäre, diesen Kurs zu absolvieren. Sie würden bestimmt viel erfahren, umdenken und ein neues Level erreichen. Das Programm von diesem Kurs ist sehr gut geplant. Ein solch intensiver Rhythmus ist sehr vorteilhaft, denn so haben wir keine Zeit zum Verschwenden und um schwach zu werden. Eine solche Belastung ermöglicht, sich schnell zu verändern. Intensivkurs ist in diesem Fall eine sehr gute Variante, um sich maximal schnell zu entwickeln und das Ganze nicht auf ein halbes Jahr zu verteilen. Man sollte nicht hoffen, dass ein Tag kommt, an dem man sich ändert und die Lage sich verbessert, dass es ein passender Moment sein wird. Man soll es nicht auf morgen verschieben, sondern heute tun. Ich dachte nicht, dass man so schnell von einem grob gesagt Verbraucher, der zu den Praktiken kommt und irgendwelches Wissen von den Lehrern bekommt, innerhalb einer solch kurzen Zeit von 2 Wochen selbst zu einem Lehrer wird. Ich finde, dass ein solcher Lernstil sehr effektiv ist, denn wir sind hier sehr konzentriert und fokussiert. Es gibt keine Ablenkungen. Ich war über mich selbst erstaunt, wie viele Informationen ich in einer solch kurzen Zeit aufnehmen konnte. Um ehrlich zu sein, hat mich der Tagesablauf sehr erschreckt. Unser Tag war von 5 Uhr früh bis 10 Uhr abends komplett geplant. Als ich das erfuhr, dachte ich, es wurde was verwechselt und eigentlich sollte es von 10 Uhr früh bis 5 Uhr abends heißen. Aber dafür wurde ein solcher Tag sehr wertvoll. Man steht vor den ersten Sonnenstrahlen auf. In Wirklichkeit war der Tagesablauf einfach wunderbar. Ich habe es nicht erwartet, dass es so einfach wird, aufzustehen und am frühen Morgen mittels der Meditation an sich zu arbeiten. Danach war es auch einfacher, die Asanas zu machen. Das Frühstück und das Abendessen war zeitlich sehr gut gewählt. Vor den Übungen war man nicht übersättigt, aber man musste auch nicht hungern. Man hat alles geschafft, alles war passend. Ich denke, wenn man immer in so einem Rhythmus leben würde, würde das Leben gelingen.
Praktiken von Hatha Yoga waren wunderbar. Ich habe viel Neues erfahren, wie man eine Yogastunde zusammenstellt, wie man die Menschen unterrichtet, wie man Asanas richtig ausführt. Denn das Wichtigste ist, sich um die Gesundheit der eigenen Schüler zu sorgen. Es gibt ja auch Risiken bei Asanas. Nun ist der Kurs vorbei und ich verstehe, dass ich Yoga unterrichten kann. Als ich hierher fuhr, hatte ich nicht mal eine Vorstellung, wie das sein wird. Ich hatte den Wunsch, aber ich sah mich noch nicht als ein richtiger Lehrer, der vor einer Gruppe sitzt. Und jetzt im Nachhinein sehe ich mich real an diesem Platz sitzen. Jetzt weiß ich, wie man eine Yogastunde für Anfänger richtig zusammenstellt. Vorher kannte ich auch nicht alle Asanas. Ich habe mein Wissen erweitert. Jetzt weiß ich, wie man die Asanas einfacher oder komplizierter ausführen kann. Des Weiteren weiß ich auch, welche Typen von Schülern es gibt und wie man mit ihnen umgehen soll. Ich denke, alles, was ein Yoga-Lehrer wissen sollte, habe ich hier gelernt. Bevor ich hierher kam, praktizierte ich etwas Yoga. Die Erkenntnis, dass das nicht so wichtig ist wie das Wissen, welches man hier bekommt, hilft zu verstehen, dass die Techniken erst mit der Zeit kommen. Und in diesem Fall ist es für den Mensch wichtig, anzufangen. Die wichtigsten Momente waren für mich die Morgenmeditation und das Mantra Om. Ich verstand, wie wichtig persönliche Praktik ist, denn die Energien von Menschen vermischen sich. Mantras erschaffen einen bestimmten Zustand. Man fühlt sich danach sehr gut. Es entsteht so eine Art von Harmonie. Das habe ich auf physikalischer Ebene gespürt. Mein Wohlbefinden verbesserte sich. Das fördert zweifellos das Lernen. Yoga an sich, Meditation und alle diese Praktiken, von denen die Omru-Lehrer erzählten, können jedem Mensch neue Grenzen in dieser Welt und in sich selbst eröffnen. Die Vorlesungen von André Werber sind sehr gehaltvoll, denn Fragen, die wir besprechen, sind die wichtigsten Fragen im Leben. Und nicht nur im Leben von Yoga-Lehrern, sondern im Leben von jedem Mensch. Deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, Vorlesungen live anzuhören und sogar eine Frage zu stellen, auf die man eine Antwort wie wahrscheinlich nirgendwo sonst bekommt, das ist sehr einzigartig. Ich habe viele Yoga-Lehrer gesehen. Dabei achtete ich vor allem nicht nur darauf, was sie erzählen, sondern wie sie leben. Viele erzählen sehr schön, was man tun muss, um glücklich zu werden. Aber dann gehen sie nach Hause und beschäftigen sich mit sinnlosen Dingen. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht genauso sein. Er findet Wege, um dabei zu bleiben, komme was wolle. Das ist das Wichtigste. Er erzählt immer aus eigener Erfahrung. So weiß man schon im Voraus, dass Schwierigkeiten kommen werden, aber man sie überwinden kann. Das ist durchaus möglich. Ein sehr positiver Moment von diesem Kurs ist, dass wir unterschiedliche Lehrer hatten und natürlich hatte jeder von ihnen seinen eigenen Filter, durch den er die Realität sieht. Bezüglich der unterschiedlichen Lehrer, das ist sicherlich richtig. Wenn nur gleiche Lehrer kommen würden, dann würden sie uns in eine Richtung lenken. Hier gibt es verschiedene Meinungen. Der Mensch kann sich selbst entscheiden, was ihm gefällt und was nicht. Eine andere Meinung kann auf Quellen hinweisen, wo man nachschauen kann, nachdenken und sich an eigenen Erfahrungen überzeugen, ob das, was der Lehrer sagte, auch stimmt. Es gibt sehr viel Literatur und hier in diesem Kurs gibt es eine Bibliothek, wo man zu jeder Zeit Bücher ausleihen oder erwerben kann. Mir hat am besten die Vorlesung über die eigene Praktik gefallen, denn sie zeigte auch meine Lebenserfahrung. Davor unterrichtete ich seit einem halben Jahr. Ich konnte nicht verstehen, was mit mir geschieht. Ich kehrte zurück nach Hause und war jedes Mal ein bisschen ein anderer Mensch. Mich interessierten absolut andere Dinge. Ich hatte einen für mich untypischen Zustand des Verstandes. Innerhalb dieses halben Jahres wurde ich zu einem anderen Mensch. Das ist die Realität.
Aber das sind die Ergebnisse von dem, was wir selbst einst erschaffen haben. Wie André sagte, man soll tapfer sein, um es zu überstehen. Einer der Gründe, warum ich hierher kam, ist, dass ich praxisbezogene Fragen hatte. Ich hatte in kleinen Gruppen Yoga unterrichtet. Der Unterricht dauerte 1,5 bis 2 Stunden. Obwohl das Unterrichten körperlich nicht wirklich herausfordernd war, raubte es mir sehr viel Zeit und Kraft. Meine Frage war nun, warum ist das so? Hier fand ich eine genaue Antwort drauf. Jetzt weiß ich, was ich damit tun kann. Am Anfang haben mich Andres Worte beunruhigt, aber in Wirklichkeit ist es ein geistig-spiritueller Weg, und wenn man sich für ihn entscheidet, muss man sich darauf einstimmen und mit etwas anzufangen wissen, um ihn zu meistern. Letztendlich, auch wenn man das mit einem anderen Job vergleicht, dann gibt es überall Schwierigkeiten. Aber hier ist ein großer Vorteil, dass es eine so wichtige und gute Tätigkeit ist, und dass man es für andere tut, das ist es wert. Das Gefühl des Austausches mit anderen habe ich schon immer gespürt, auch bevor ich Yoga kennenlernte. Jedem Mensch wird es nach dem Kontakt mit einer starken Energie schlechter gehen. Das ist ein natürlicher Prozess. Wenn man Yoga unterrichtet, nimmt man diesen Prozess bewusster wahr. Ja, André hat uns viel beängstigt. Ich hoffe, dass es außer dem Hauptbonus einer erfolgreichen Wiedergeburt sich auch Vorteile für dieses Leben finden. Befriedigung, dass man für die Menschen etwas Gutes tut, dass man ihnen hilft, dass es den Menschen wirklich besser geht, dass man Wissen weitergibt. Deswegen denke ich, dass alles gut wird. In jeder Tätigkeit finden sich positive Momente, die einem Glück und Befriedigung geben. Auch einem Lehrer, nicht nur den Schülern. Es sind 2 Wochen vergangen, aber es fühlt sich wie ein halbes Jahr. Man hat das Gefühl, schon länger hier zu sein. Ich habe viele offene Menschen kennengelernt, also positiv eingestellte Menschen. In unserer Zeit ist das sehr wichtig. Es ist angenehm, solch zielbewusste Menschen zu sehen. Es wird mir warm um das Herz, dass es auch nach dem Kurs möglich ist, mit ihnen im Kontakt zu bleiben und sich gegenseitig zu helfen, Ratschläge und Gespräche auszutauschen. In meinem Leben gab es solche Menschen nicht. Deswegen fühlte ich immer, dass ich anders bin. Und hier sind es so viele Menschen mit gleichen Ideen. Yoga in der Welt fördern, den anderen helfen und dienen. Wenn man diese Quelle sieht, aus der man Energie schöpfen kann, das ist einfach unglaublich. Wir fühlen, dass der Club eine große Familie ist. Wir alle hier sind aus verschiedenen Städten. Das ist toll. Man fühlt sich als ein Teil von etwas Großem, das sich in vielen Orten des Landes unabhängig voneinander entwickelt. Es ist schwer, mit Worten weiterzugeben, aber es ist, als ob man hier schon sehr lange ist und das ein absolut natürlicher Zustand ist. Das, was vorher war, ist wie ein Traum. Es ist, als ob man diese Menschen schon ein ganzes Leben lang kennt oder sogar nicht nur ein Leben. Vielleicht ist es auch so. Wahrscheinlich kann man Menschen, die sich in Richtung Yoga bewegen, schon von Anfang an nicht als Fremde bezeichnen. Denn wenn sie in einem Moment des Lebens etwas suchten und Bedarf hatten, ewig aktuelle Fragen über das Leben für sich zu klären, dann haben solche Menschen etwas gemeinsam. Vom ersten Blick an war es sehr angenehm, dass wir nicht versuchten, etwas darzustellen, was wir nicht sind. Alle sind sehr gelassen über den physischen Zustand des Körpers, über das Aussehen, über das, was man trägt oder sogar über das, was man isst. Alle Fragen, die man sonst in der Stadt, in seinem sozialen Umfeld hat, sind hier weg. Alle Gespräche sind über Wichtigeres, über das Interessanteste, worüber wir sonst mit den engsten Freunden nachts in der Küche reden. Hier sprechen wir darüber die ganze Zeit. Es ist sehr schön, sich mit Menschen zu unterhalten, die die gleichen Bücher gelesen haben. Im Leben ist es so, dass Freunde, die über Yoga kommen, bleiben lange. Menschen, mit denen wir uns zum Beispiel auf Arbeit anfreunden, bleiben in der Vergangenheit, wenn man den Job wechselt. Mit denjenigen, die ich über Yoga kennenlernte, bin ich immer noch im Kontakt.
Dieser Ort ist sehr geistig spirituell. Die Menschen sind auch so. Sie sind anders als diejenigen, mit denen ich gewohnt zu tun habe. Ich weiß jetzt nicht, wie ich nach Hause zurückkehren soll. Ich werde die Menschen hier sehr vermissen. Ich denke, dass es am besten ist, die Kurse möglichst weit weg von solchen Orten wie große Städte mit vielen Menschen oder sogar Dörfern zu veranstalten. Sie müssen nämlich in sauberen Orten in der Natur wie hier in Aura stattfinden. Das ist einfach nötig, denn um die Städte herum fühlt sich der Mensch unruhig. Je weiter von der Stadt weg, umso näher zu der Natur und umso einfacher ist es. Das ist sehr produktiv. Dieser Ort ist göttlich. Wenn man die Natur um uns herum betrachtet, inspiriert sie einen. Wahrscheinlich nährt sie uns mit Energie und hilft uns, auf dem Weg zu bleiben. Du gehst früh raus und spürst diese frische Luft. Sogar die Mücken, die am Anfang sehr lästig waren, haben aufgehört zu stechen. Ich wollte überhaupt nicht in der Stadt Kurse machen, denn dort ist immer das Getue, viele Ablenkungen, Verwandte, Freunde. Wie man sich davon auch abstrahiert und wegrennen möchte, man kommt trotzdem nach Hause. Dort sind die Häuser mit 5 und 9 Stockwerken und überall Menschen, Menschen, Menschen. Als ich gelesen habe, dass man zuerst mit einem Bus, dann mit dem nächsten fahren muss, danach zu Fuß laufen, dachte ich, das wird so cool in dem Wald. Ich war noch nie in dem Wald oder wandern. Das ist mein Schicksal. Ich wohne in Norilsk. Das ist die Halbinsel Taimur. Dort nach 15 Minuten mit dem Bus und ein paar Stunden Fußmarsch mit dem Rucksack erreicht man das Naturschutzgebiet Plato Putarana. Dann kommen die Berge. Wenn man oben auf diesen Bergen steht und herumschaut, dann versteht man, dass das ganze soziale Leben, alles da unten, ist so unwichtig, so klein, schnell vorbeigehend. Es ist wie ein Sandkorn im Meer. Das ist alles Getue. Man versteht, dass der Mensch nicht dort leben soll, wo wir leben. Das ist falsch. Also muss man an solchen Orten leben. Die Bedingungen sind hier ideal. Jetzt werden wir nach Hause zurückkehren. Jeder wird seine eigene Geschichte haben, eigene Familie, eigene Stadt, eigene Umgebung, eigene Umstände. Man wird dorthin zurückkehren und dann fängt Yoga auf erwachsene Art an. Es beängstigt mich etwas, wie ich sein werde, wenn ich zurückkomme, ob ich stark bleiben kann. An diesem Ort fühle ich mich wie zu Hause. Ich möchte überhaupt nicht wegfahren. Hier sind alle wie meine Familie, Verwandte. Mit ihnen machen wir gemeinsame Sache. Ich habe keine Angst. Meine Kräfte sind für nichts zu schade. Das ist wichtig. Für mich war das ein Geschenk. Das Recht, hierher zu kommen, habe ich mir lange verdient. Dieser Weg war sehr lang. Ich weiß nicht, inwiefern passend das Wort glücklich ist, aber ich bin wirklich glücklich, hier zu sein. Physikalisch ist mein Körper etwas geschafft, aber ein innerliches Gefühl an Freude überdeckt die Müdigkeit. Natürlich würde ich gerne wieder hierher kommen. Ich denke, dass ich natürlich als etwas anderer Mensch gehen werde, denn diese 2 Wochen haben das Jahr in 2 Teile geteilt. Ich gehe ausgeruhter und friedlicher mit klaren Zielen, die ich erreichen möchte, zurück. Deswegen finde ich diese Wochen nicht umsonst gelebt zu haben. Meine Werte im Leben haben sich einfach so geändert. Ich dachte, dass für mich ein großer Verdienst, Reisen, irgendwelche super wichtige Menschen und Stars wertvoll sind. Oh, das war für mich so toll. Aber man hat mich umgedreht und gesagt, Marina, schau in dich, schau nicht dahin, hier ist deine Welt. Das alles hat mir eine Gänsehaut gemacht. Ich bin natürlich sehr dankbar für dieses Treffen. Um ehrlich zu sein, als ich hierher kam, war ich noch eine Weile diese Marina, die ich im Alltag war. Manches reizte mich und gefiel mir nicht, zum Beispiel kaltes Wasser. Ich fragte mich, was ich hier tue. Der Mangel an Bequemlichkeit störte mich. Ich wollte mehr Komfort. Jetzt schätze ich so sehr ein einfaches Brot mit Butter, das wir zum Frühstück bekommen.
Davor war ich noch keine Vegetarierin. Ich ernährte mich sehr gut. Ich habe mich sehr verwöhnt, um ehrlich zu sein. Natürlich hat mich das am meisten verändert. Ich habe verstanden, dass Essen nicht unbedingt so super, super sein muss. Wichtig ist, dass es überhaupt etwas zu essen gibt. Manche haben sogar nur gekeimten Buchweizen gegessen. Um ehrlich zu sein, habe ich mich sehr geändert. Das davor und danach ist wie eine Wiedergeburt. Ich habe Werte und Ideale neu bewertet. Es ist, als ob man mir die rosa Brille abnahm und sagte, nun schau jetzt, wie das alles ist. Ich bin unendlich glücklich über diesen Zustand. Wichtig ist für mich, in unserer Hauptstadt Metropole diesen Zustand und diese Energie zu behalten und weiter auf diesem Weg zu bleiben. Denn ich fühle eine große Verantwortung gegenüber mir und den Menschen, die ich in meinem Leben treffen werde. Ich verstehe, dass wenn ich mein Leben wieder so verschwenden werde, wird es mich zu nichts Gutem bringen. Davor schätzte ich das Leben einfach nicht. Ich merke selbst, dass es immer mehr Yoga-Lehrer auf der Welt werden. Unter meinen guten Freunden in meiner Stadt gibt es schon einige, die Yoga unterrichten. Das war einer der Motivatoren, mich auch anzuschließen. Das ist trotzdem nicht genug. Wenn wir in den sozialen Alltag zurückkehren, werden wir sehen, dass diese Richtungen noch lange nicht als selbstverständlich angesehen werden. Ich möchte, dass es langsam zur Normalität wird. Unser Land ist groß. Soweit ich weiß, viele hier sind von ganz kleinen Siedlungen angekommen. Dort wissen die Menschen überhaupt nicht, was Yoga ist und wofür man sie braucht. Ich denke, dass es eine sehr wichtige Arbeit ist, dass Menschen aus solch wenig besiedelten Gebieten hierher reisen und keine Angst haben, zurückzufahren und dort zu arbeiten. Ob es mehr Yoga-Lehrer geben soll? Wenn sie gute Lehrer sind, dann ja, es soll viele von ihnen geben. Ein guter Lehrer muss verstehen, was er tut und wofür. Er soll Ziele sehen, alles verständlich erklären, denn es gibt viele Lehrer, zu denen niemand geht. Ich möchte nicht einer von ihnen sein. Ich wäre gerne einer von denen, die Schüler haben, welchen ich helfen kann. Je mehr Lehrer es geben wird, umso mehr Menschen werden Yoga praktizieren. Also bin ich dafür. Jede Yoga, Hauptsache man übt. Denn Yoga ist Entwicklung. Ich möchte natürlich, dass die Menschen nicht mal daran zweifeln, um zu den Kursen zu fahren. Ja, das muss nicht unbedingt Omru sein. Ich hatte das Glück, herzukommen. Ich wollte auch nach Indien fliegen und suchte dort nach Ashrams und Yoga-Universitäten. Ich hatte es überhaupt nicht erwartet, hier in Russland solches Wissen zu bekommen. Wenn du dieses Wissen bekommst, musst du es tatsächlich jemandem weitergeben. Deswegen sollten mindestens die Menschen, die den Kurs beendet haben, versuchen zu unterrichten. Ja, das ist beängstigend und das soll dich motivieren, sich gut vorzubereiten. Ich weiß noch, wie ich zitterte, als ich das erste Mal in die Gruppe ging. Das ist ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann. Du fühlst dich unfähig, dumm, nicht in der Lage, etwas zu vermitteln und dass du nicht gut in Asanas bist. Aber danach gehst du einfach immer wieder und tust es. Du verstehst, dass es sich danach bei den Menschen in ihrem Bewusstsein etwas ändert. Mit welchen Augen sie vor und nachher schauen, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Wenn der Mensch Zweifel hat, ob er Yoga-Lehrerkurs machen soll oder nicht, bin ich der Meinung, dass man es auf jeden Fall machen soll. Danach kann man sich immer noch umentscheiden. Also wenn der Mensch verstehen wird, dass es nichts für ihn ist, dann wird er einfach seinen Horizont erweitern. Wenn er verstehen wird, dass er das braucht, dann wird er ein Yoga-Lehrer. Auch wenn es nur wenige Schüler geben wird, irgendwelche Menschen werden trotzdem zu ihm kommen und werden von ihm Wissen bekommen. Sogar wenn man euch schief ansehen wird, achtet nicht darauf. Das Erste, was ihr bekommt, wird die körperliche Gesundheit sein.
Danach kommt der seelische Frieden. Wenn ihr keine Angst habt und weitermacht, dann werdet ihr euch selbst finden. Was seid ihr und wofür seid ihr erschaffen? Wozu ihr auf diese Welt gekommen seid? Wenn ihr Yoga praktiziert, dann werden die Menschen um euch herum, die kein Yoga machen, langsam besser werden. Sie werden eure Energie spüren. Mit der Zeit wird es auf sie wirken und sie werden plötzlich Yoga praktizieren wollen. Das habe ich an meiner Familie getestet. Meine Mama macht nun Yoga und ist Vegetarierin geworden. Meine zwei Brüder, so oft ich es ihnen auch sagte, mit Rauchen aufzuhören, hörten nicht auf mich. Dann dachte ich, da muss ich mehr praktizieren. Es war so, wie André Werber in den Videos sagte, nach einer Weile haben sie mit Rauchen und Trinken aufgehört. Ihr Freundeskreis hat sich geändert. Lasst es in eurer Familie anfangen. Jedes Familienmitglied hat einen Freund und wird auf ihn einwirken. Und der hat auch einen Freund. So wird die Kette erweitert. Ich habe daran nicht geglaubt, aber als ich damit zu tun hatte, überzeugte ich mich selbst, dass es funktioniert. Uns wurden sehr viele Informationen gegeben, welche Schwierigkeiten auf dem Weg kommen können. Aber davor sollte man keine Angst haben, denn jede Schwierigkeit ist die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen. Wenn man alle Hindernisse umgeht, dann wird man auf der gleichen Ebene bleiben. Deswegen, wenn man Fortschritte haben möchte, sollte man die Zähne zusammenbeißen und nach vorne gehen. Wenn Sie noch kein Yoga machen, schlecht Asanas ausführen, dann gehen Sie unbedingt zu den Kursen. Denn wenn ihr es lernt, anderen Menschen beizubringen, wird es bei euch besser und ihr werdet nach und nach unglaubliches Wissen bekommen. Es ist diese alle Anstrengungen und Überwindungen wert. Wenn ihr schon Yoga praktiziert, dann habt ihr überhaupt keine Gegenargumente, den Kurs nicht zu meistern. Denn wenn Yoga in ihr Leben kommt, sollte man es teilen.